Schadstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, gelangen über den Dünndarm in das Stoffwechselsystem der Leber. Sie zersetzt die unerwünschten und teils toxischen Substanzen und scheidet wasserlösliche Gifte über die Nieren aus. Fettlösliche Toxine leitet sie in die Galle weiter. Und auch Dickdarm, Lunge und Haut spielen eine wichtige Rolle bei der Ausscheidung von Schlacken. Da unser Körper nicht auf eine vermehrte Zufuhr von Schadstoffen eingestellt ist, kann er nicht alle entsorgen und lagert sie teilweise in Knochen, im Fettgewebe oder den Haaren ein. Die Wahrheit ist, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber das wird sich ändern. Ich werde mich ändern. Es war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich mache jetzt reinen Tisch, einen neuen Anfang, werde anständig und sage Ja zum Leben. Ich freue mich schon drauf. Bald bin ich genau wie ihr. Job, Familie, pervers großer Fernseher, Waschmaschine, Auto, CD und elektrischer Dosenöffner, Gesundheit, niedriger Cholesterinspiegel, Krankenversicherung, Eigenheimfinanzierung, Freizeitkleidung, dreiteiliger Anzug, Heimwerkertum, Gameshow, Junkfraß, Kinder, Spaziergänge im Park, geregelte Arbeitszeit, Fitnesscenter, Autowaschen, eine Menge Pullover, traute Weihnacht mit der Familie, inflationssichere Rente, Steuerfreibeträge, Abfluss sauber machen, über die Runden kommen, mich auf den Tag freuen, an dem ich sterbe.